you see the signs of the thing? Im Alter von 12 oder 13 Jahren galt mein literarisches Interesse vor allem der Science-Fiction. Dies ist keine ungewöhnliche Biografie, insbesondere nicht bei einem Jungen, der in den späten 70ern und frühen 80ern aufwächst. Vor allem, wenn dieser Junge sich nicht für Fußball interessiert und auch sonst lieber die Nase in Bücher steckt, als draußen mit anderen Kindern zu spielen. Ich verbrachte den ersten Teil meiner Kindheit hinter dem Eisernen Vorhang in der ehemaligen Tschechoslowakei. Damals war dort Science-Fiction außerordentlich beliebt, jedoch nur in einem sehr begrenzten Maße zugänglich. Die staatlichen Entscheider ließen hierbei auch einige Buchübersetzungen aus dem Westen zu, doch achteten sie dabei grundsätzlich auf die politische Gesinnung des Autors und jener Literatur, die er repräsentierte. So entstand diese seltsame Situation, dass vor der Wende in der Tschechoslowakei ein Arthur C. Clarke durchaus viel übersetzt und publiziert wurde, doch ein Robert A. Heinlein geradezu undenkbar war. Als ich jedoch nach Deutschland kam, änderte sich für mich alles. Ich befand mich nun im Finale der goldenen Ära der Science-Fiction in Deutschland, das Zeitalter von Wolfgang Jeschke und Jeskow von Puttkamer. Eine Zeit, in der die Verlage Heine, Goldmann, Bastei-Lübbe, Knaur und Möwig sich in einem leidenschaftlichen Wettbewerb darum befanden, wer die meisten und die besten Science-Fiction-Romane herausbringen würde. Ich wurde schnell Mitglied der lokalen Bibliothek und dass mein Mitgliedsausweis die Nummer 1111 besaß, konnte man fast als ein Zeichen deuten. Ich habe in meiner Teenagerzeit hunderte Sci-Fi-Romane gelesen. Demgegenüber stand ein gewisses Desinteresse an der Fantasy, das mich nie so richtig verlassen hat. An einem Namen kommt man freilich nicht vorbei, weil er einem Monolith gleich inmitten der amerikanischen Science-Fiction-Szene steht: Asimov. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welchen Roman von Isaac Asimov ich zuerst gelesen hatte, aber ich vermute, dass es Sterne wie Staub aus dem Jahr 1951 war. Nun, fast 40 Jahre später, befiel mich das Bedürfnis, das zentrale Werk des russischstämmigen Verfassers Revue zu passieren. Und das bedeutet freilich auch, eine entsprechende Videoreihe zu erstellen. Isaac Asimov hatte in seiner extrem schreibwütigen Laufbahn insgesamt 3 Welten oder Universen geschaffen: die Ära der Roboter, das galaktische Imperium und das Foundation-Zeitalter. Und weil Asimov ein ausgebuffter Fuchs war, der sein Publikum kannte, ging er im Verlauf der Jahrzehnte dazu über, alle 3 Universen miteinander zu verweben, sodass eine übergeordnete Asimov-Welt definiert wurde. Ich nahm mir nun vor, eine Chronologie der vorhandenen Romane, Novellen, Novelletten und Kurzgeschichten zu erstellen und sie alle noch einmal zu lesen und auf diese Weise die Ideen und Themen darin zu reflektieren. Doch dies führt uns zu der naheliegenden Frage, was an Isaac Asimov denn so interessant war, dass man heute noch seine Bücher liest, dass man sie unentwegt wiederentdeckt und in YouTube-Videos bespricht. Auch hier lässt sich die Antwort in mehrere Punkte unterteilen. Erstens, Ideen. Asimov war ein Meister der konzeptionellen Ideen, was man heute gerne als High Concept Ideas bezeichnet. Bis zu seiner Ankunft auf der Bühne der Science Fiction war das Genre mehr dem Schund verschrieben. Sci-Fi-Geschichten erschienen in Groschenheften und handelten meistens von außerirdischen Monstern und fremdartigen Invasionen. Asimov war sicherlich nicht der Einzige, der die Welt der Ideen in das Genre brachte, doch er tat dies mit großen Entwürfen und traute sich weiter hinaus als die meisten. Er erkannte schon früh, dass Science Fiction mehr sein muss als eine Entschuldigung für blutrünstige und eskapistische Stories. Science Fiction soll etwas ermöglichen, was gewöhnliche Literatur nicht leisten kann,
Es soll eine Leinwand für Ideen bieten, die in unserer Welt keine Entsprechung finden. Und darin war er geradezu ein epochaler Meister. Zweitens, seltsame Gedanken. Asimovs Gedanken folgen oft recht seltsamen Pfaden, die sich aber stets als schlüssig und faszinierend erweisen. Sehr oft wird bei ihm deutlich, dass die unmittelbare Handlung, also das, was man heute als die Action bezeichnen würde, nur eine Tapete im Hintergrund darstellt. Im Vordergrund steht die Reflexion jener Leute, die für die Quantensprünge einer Zivilisation verantwortlich oder zumindest Zeugen solcher Quantensprünge sind. Für Asimov stand fest, dass Denken der Personen, die einem bestimmten Umfeld ausgesetzt sind, gedanklich anderen Paradigmen folgen müssen, als wir es tun. Es wäre somit absurd, wenn ihre Gedanken für uns sogleich nachvollziehbar wären. Und dies ist durchaus eine interessante Leseerfahrung. Es ist spannend zu erkennen, dass die Gedanken einer Handlungsfigur wirklich anderen Mustern und einer anderen Logik folgen als meine eigenen, und doch werden sie nach einer Weile nachvollziehbar, und das macht sie interessant. Drittens, Weltenbau. Das Worldbuilding wird sicherlich stärker mit J.R.R. Tolkien assoziiert, doch Asimovs Anteil an der Kultivierung dieses Bestandteils der fantastischen Literatur ist nicht geringer. Asimov verstand es wie kein anderer, der von ihm entworfenen Zukunft eine historische Tiefe zu verleihen. Sein Roboteruniversum, sein Trantor-Imperium und seine Foundation-Welt sind niemals nur eine vor Ideen überbordende Leinwand. Die beschriebenen Zustände sind stets auch historisch begründet. Doch tritt hierbei Asimov nicht in die Falle einer übertriebenen Exposition. Er verbringt keine Seiten damit, Dinge aus der Vergangenheit zu erklären, wie es Tolkien so oft getan hat. Asimov widmet jeder solchen Information nur einen Satz oder zwei. Das muss dann auch reichen. Manchmal nahm er ein Detail aus der Historie seines Weltenbaus und schrieb dafür eine eigene Kurzgeschichte, die der emsige Leser dann dem gesamten Mosaik hinzufügen konnte, ohne damit jedoch den zentralen Roman zu belasten, der möglichst schlank und gut lesbar bleiben sollte. Denn schließlich waren einige der dort vorgestellten Konzepte kompliziert genug. Bevor ich nun beginne, mich mit den einzelnen Geschichten und Ideen dieses Universums auseinanderzusetzen, möchte ich noch auf ein häufig diskutiertes Detail eingehen, die Lesereihenfolge der Romane und Kurzgeschichten. Schon zu Asimovs Lebzeit war das ein heißes Thema und die Fans konnten sich selten darüber einig werden, wie man das vorhandene Bouquet aus Novellen, Romanen und Stories lesen sollte. Hierzu einige Gedanken. Für die Antwort auf eine solche Frage spielt es eine Rolle, ob man gänzlich neu hinzukommt und noch nie vorher etwas aus dem Foundation- und Robot-Universum von Asimov gelesen hat. Oder ob man alles oder das meiste bereits vor Jahren gelesen hat und nun die Lust verspürt, in einer wilden Fahrt all das wieder Revue zu passieren. Da Asimov stets leicht lesbar ist, kann man sicherlich im Verlauf eines Sommers diese gesamte Romanwelt absolvieren. Man kann auch eine globale Epidemie hierzu zum Anlass nehmen, ist man doch ohnehin aufgefordert, sich die meiste Zeit zu Hause aufzuhalten. Für manche mag es interessant sein, die Bücher in jener Chronologie zu lesen, in der sie geschrieben wurden. Das mag spannend sein, um die Entwicklung des Autors zu studieren, während es für den Zyklus etwas unvorteilhaft ist, da Asimov diese Bücher nicht in einer Reihe schrieb, sondern unentwegt neue Prequels erfand, die er in den Mix warf. Es gibt natürlich die sehr beliebte Reihenfolge einer strengen, linearen Chronologie. Dies ist auch die Reihenfolge, an die ich mich in dieser Videoreihe halten möchte. Eine solche chronologische Lesung wurde seinerzeit auch von Asimov selbst empfohlen. Doch ich finde, dass diese Lesefolge nur für jene geeignet ist, die das meiste aus diesem Universum bereits gelesen haben. Für jemanden, der das alles zum ersten Mal liest, würde ich eher eine dritte Lösung befürworten, die eine Mischung aus beidem ist. Sie ist zu 90% chronologisch aufgestellt, doch an einigen entscheidenden Stellen lässt sie die Spätwerke weiter hinten, sodass auf diese Weise nicht unnötig viel über das zentrale Werk der drei Foundation-Romane verraten wird. Das ist also in Wirklichkeit ein klassisches Spoiler-Problem, dem hier abgeholfen wird. Ich werde alle drei Leselisten unter das Video posten. Das Asimov-Universum der Roboter, des Galaktischen Reiches und des Foundation-Imperiums umspannt einen Zeitraum von mindestens 15.000 Jahren, beginnend in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, also inzwischen in unserer eigenen Vergangenheit. Dieser Weltenbau besteht aus drei Hauptblöcken, die vermutlich seinerzeit nicht wirklich als eine einheitliche Chronologie geplant waren, doch da sie zugleich auch durch sehr breite Schluchten der Zeit voneinander getrennt sind, brauchte Asimov nicht allzu viele Handgriffe anzuwenden, um alle drei Universen miteinander zu vereinen.
Es spreche aber auch nichts dagegen, diese drei Universen weiterhin vollkommen isoliert zu behandeln, da die Überlappungen nicht ganz so groß sind. Das erste Universum ist eine Zeitspanne, die ungefähr von 1997 reicht bis in das Jahr 4000 hinein. Hier erleben wir den Aufstieg der Robotik, aber auch eine Aufspaltung der Menschheit in eine eher utopische Weltraumzivilisation und eine dystopische terrestrische Zivilisation. Das zweite Universum, das hier anschließt, ist die Empire-Welt, jene Zeitspanne von 12.000 Jahren, in der ein galaktisches Reich entsteht, das Reich von Trantor. Hierbei ist es natürlich interessant, dass Asimov sich dabei wenig für Außerirdische interessierte. Für ihn gab es, zumindest in dieser Geschichte, im Grunde nur zwei intelligente Lebensformen in der Galaxis, Menschen und Roboter. Der dritte Block mit einer Zeitspanne von rund 1500 Jahren stellt zugleich das zentrale Werk dieses großen Zyklus dar, die Ära der Psychohistoriker und der Foundation, beschrieben in 7 Romanen, von denen 2 allerdings weit zurück in die Empire-Zeit greifen. Diskutierbar wäre sichtlich die Rolle des 1955 veröffentlichten Romans The End of Eternity, in Deutsch als Das Ende der Ewigkeit herausgegeben, bei dem sich Asimov selbst nie endgültig entscheiden konnte, ob dieses Buch an die epochale Foundation-Welt anschließt oder nicht. Doch würde man dies so in Kauf nehmen, würde dieser Roman die Zeitleiste nochmal um weitere 12.000 Jahre in die Zukunft öffnen. Vielleicht finde ich am Ende der Serie die Energie, Zeit oder Muße, darauf einzugehen. Hiermit wäre also der einleitende Teil dieser Reihe abgeschlossen. In der nächsten Folge beginnen wir mit Asimovs legendärem Frühwerk I, Robot aus dem Jahr 1950. Bis zum nächsten Mal.